Tja, da war er abgestürzt und ist auf den Desktop runter. Oh, muss ich halt nochmal machen. Aber so wie das aussieht, muss ich nicht viel nochmal machen. Der redet mit der Kugel im Kopf. Sehe ich da was? Da ist doch noch was. Ja, ach, die stirbt aber schnell. Die stirbt aber schnell, die Lara. Kann nix hab das Mädchen. Das ist lautloser. Aber die ist schneller. Man sieht ja gar nichts von lauter. Ich muss halt in den Kopf schießen. Gucken, wo bleibt denn stehen? Du kannst mich gar nicht sehen. Ich habe also nicht ewig Zeit. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Da ist nämlich auch noch einer.
Ja, ich glaube ich nicht wieder. Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Ich glaube, ich komme da sowieso nicht mehr hoch, oder? Ah, da oben ist er. Na, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Weiß nicht. Mal schauen. Da geht's nicht mehr lang. Ich kann versuchen, hier rüber zu springen. Und dann hier hoch. Ah, da brennt alles. Tja. Was passiert dann? Dann brennt's da auch noch. Das war super. Da brennt auch alles. Und ich schätze mal, ich sollte oben raus, oder? Weiter den Berg hinauf. Ja. Keine Ahnung, wie ich da jetzt noch irgendwie aufkommen soll. Da komme ich ja direkt, das geht ja nicht. Tja. Wenn ich da so reinspringe? Zumindest bin ich verbrannt. Man muss ziemlich schnell da oben raufkommen. Na, das war jetzt aber nett von dem Spiel. Dass es da weitergemacht hat. Weil eigentlich war ich ja hoffnungslos. Aber okay. Ist was? Und da geht's einmal rauf und da geht's einmal runter. Hier gibt's doch was Interessantes. Ein Seidenfächer kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Habe ich noch genug. Na dann. Das müsste man anstecken, oder? Oder kann ich da oben drauf schießen? Nee. Ich muss mir also ein Feuerchen suchen. Und ai. Vielleicht geht hier nur die Tür auf. Na. Komme
ich in den Tempel irgendwie rein? Von irgendeiner Ecke? Ah, nicht da wieder runterfallen. Ah, gibt's noch was? Mal wieder hinkommen. Gibt's hier auch noch was? Let me in! Demnitsch. Ah, von hier aus. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Ja, das war's. Da steht doch noch was in der Ecke. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns. Und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Menschen sind schon komische Tiere. Kamin klettern. Sportlich, sportlich, Mädchen. Oh, wir haben sie ins Bein gebissen. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel auch nicht.
du, was man den anderen hört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Hock dich da an Lager, ich such dein Zeug. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Okay, 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 okay. Wenn man sich nur oft genug sagt, dass alles okay ist, dann ist alles okay. Okay, okay, okay. Rucksack suchen. Such den Rucksack. Erstmal ins Lager, kurze Pause, gucken, ob der Fähigkeitspunkt da ist. Und dann wählen wir das Rudel da. Alter Wandervogel. Keine Fähigkeitspunkte, aber Ausrüstung kann ich was machen. Alle Upgrades. Dann machen wir halt was an der Knarre. Mehr Schaden ist schon mal nicht schlecht. Benötigt beschlüfteter Schlitten. Okay, mehr gibt's jetzt erstmal nicht. Ah ja, jetzt kann ich hier den Wolfsspuren folgen. Bisschen wie bei Witcher 3. Wo geht's eigentlich da rein? Oder bin ich daher gekommen? Kann auch sein, dass ich daher gekommen bin. Ja, ich glaube, daher bin ich gekommen. Erstmal Feuer, um das Ding in Brand zu setzen. Haben Tiere nicht Angst vor Feuer? Eigentlich schon, oder? Aber die sind ja auch zum Lagerfeuer, also hilft mir das hier nicht viel. Was mache ich mit dem Huhn? Weiß nicht. Ja? Kann ich einfach das Huhn dazu erschießen?
Jetzt ist gut. Munitionsverschwendung. Die Dinger da wieder abschießen. Nope. Ach schau, dann kannst du auch keine. Ich will noch die anderen anzünden. Und dafür brauche ich wahrscheinlich einen Seilpfeil. Das Ding kann ich hier noch anzünden. Geht's da oben lang? Hier noch irgendwie was?